Die Krise startet 2007 als sogenannte Subprime-Krise in den USA. Den Ausdruck Subprime habe ich schon ein paar Mal erklärt. Subprime heißt Hypothekarkredite für Leute mit schlechter Bonität. Also wenn jemand wenig Einkommen hat, wenn jemand keine geregelte Beschäftigung hat, das ist dann der Subprime-Markt. Der Hintergrund ist, die Subprime-Krise ist durchgeschlagen auf Wall Street. Das heißt, ich brauche eine Situation, in der es eine Verbindung gibt vom Hypothekarmarkt zu Finanzmärkten insgesamt. In der Situation nach 1930 war der Hypothekarmarkt in den USA ein völlig regulierter Markt. Dieses Schema da unten auf der Seite soll diesen Fadenmarkt charakterisieren. Jemand, der Geld braucht für ein Haus, um das Haus zu kaufen oder zu renovieren, geht zu seiner Bank. Er geht zu der Commercial Bank, haben wir letzte Stunde drüber geredet, er geht zu der Commercial Bank, zu seiner Hausbank. Die Commercial Bank macht eine strenge Bonitätsprüfung. Bist du kreditwürdig? Unter welchen Bedingungen geht das? Vergibt dann Kredit. Hintergeschaltet sind zwei große Institutionen, die in der Abkürzung heißen Fannie Mae und Freddie Mac. Fannie Mae und Freddie Mac sind riesige, mehr Art bankenähnliche Institute, sowas wie eine Clearingstelle über alle Bausparkassen, so vergleichbar in Österreich, die von Staat her betrieben werden, die Aufgabe haben, den Banken die Kreditlast abzunehmen, in festverzinsliche Wertpapiere zu machen, diese Wertpapiere aufzulegen. Der Staat garantiert die Wertpapiere, das sind langfristige Wertpapiere. Der Staat garantiert diese Wertpapiere und die sind fest verzinst und das ist ein völlig sicherer Markt. Es gibt keinerlei Bankrotte von Hypothekarbanken und so weiter. Das ist sozusagen dieser ganz, ganz streng regulierte Markt, der lange finanziert. Okay? Das Bankengeschäft in Pazuren, hat man immer früher gesagt, hat das geheißen, die 363-Regel für die Banker. 3% Zinsen soll er geben für Leute, die ihm jetzt Geld geben, 6% soll er geben für Zinsen, die er Kredite geht und um 3 Uhr soll er auf dem Golfplatz geben. Das war die 363-Regel. Das heißt, dieses alte, fade Bankgeschäft, mit dem es keine aufregenden Dinge. Das ist ein völlig reguliertes Geschäft. Und jetzt kann man zeigen, dass dieser Markt langsam, langsam unter diesem Mythos von Deregulierung aufbricht. Und am Schluss habe ich in der Endsituation eine völlig andere Struktur, die soll dieses zweite Schaubild skizzieren, wo der Hypothekarmarkt mit Wall Street unmittelbar und mit den globalen Finanzmärkten verbunden ist. Und das Zentrale, es passieren mehrere Schritte. Das eine ist, dass die Grenze zwischen Commercial Bank und Investment Bank aufgebrochen wird. Das heißt, die Commercial Banks dürfen auch Investmentbankgeschäfte machen, sie dürfen auch auf den Finanzmärkten agieren, sie dürfen auch Risikokapital aufnehmen und solche Dinge. Meistens geht es in Personalunion. Sie erfinden jetzt eine neue Art von System, das man nennt die sogenannten Verbriefungen, verbriefte Wertpapiere. Im Englischen heißt es Securization, sekurisierte Wertpapiere. Securization heißt, da werden Bündel von verschiedenen Risikotranchen zusammengestoppelt. Aus dem wird ein eigenes Wertpapier gemacht. Dieses Wertpapier wird begeben von sogenannten Zweckgesellschaften. Im Englischen heißt es Special Purpose Vehicles, SPYs, Conduits, den Ausdruck gibt es auch, aber das ist jetzt nicht deckungsgleich, ich mache es jetzt alles völlig einfach. Ja. Zweckgesellschaften. Und diese Zweckgesellschaften geben eigene Wertpapiere her, das sind diese verbrieften Wertpapiere, zum Beispiel Asset-Backed Securities, ja. Das heißt, diese Wertpapiere, dies, oder
MBS, MBS ist die Abkürzung für Mortgage Backed Securities. Mortgage ist Hypothekar, backed heißt unterstützt und Securities ist das Wertpapier. Also ein verbrieftes Wertpapier, das eine Verbriefung ist über Hypothekarkredite. Diese Art von Wertpapiere wird von den Ratingagenturen mit AAA bewertet. Gütereigenes Wertpapier, das zum Beispiel die Hedgefonds aufkaufen können und so weiter. Und so wird praktisch das Risiko wird transferiert durch diese kreative Art. Das heißt, auch das Risiko von den ganz, ganz schlechten Schuldnern ist gleichzeitig weg von der Bank. Die Bank kann praktisch jedem Kredite geben. Die letzte Welle war dann ab 2004 die No-Doc-Loans. No-Doc-Loans heißt, jeder kriegt einen Kredit. Das war dann Bonanza. Auf Deutsch, dem Sandler gebe ich einen Kredit, weil ich kann den Kredit ja weiterverkaufen. In diesen kreativen Mixtur scheinen die Risiken nicht mehr auf. Und es kommt, Finanzalchemie, welch ein Wunder. Das Risiko für den ganz, ganz schlechten Kunden ist verpackt in ein Wertpapier, das mit Triple E bewertet wird. Das heißt so gut, wie wenn der amerikanische Staat ein Wertpapier begibt. Und in dem Sinn dreht sich das ganze Karussell immer schneller. Solange die Hauspreise steigen, geht es. Und das bricht zusammen. Letzter Exkurs über die Ratingagenturen und dann bin ich für heute zu Ende. Die Ratingagenturen selbst sind ja haben ja einen Teil von der Misere verursacht, nämlich durch die Ratings. Und das ist klar, in einer sehr komplexen Finanzsituation wie die heutigen Finanzmärkte brauche ich Ratings, weil das ja ungeheuer kompliziert ist, mehrere hunderttausende Produkte. Wenn man sich in die Lehrbücher einschaut, ich habe ja nur ein Detailwissen. Manchmal lese ich halt in der Lehrbuch Bank, Betriebswirtschaftslehre oder irgend sowas und versuche ein bisschen schlau zu machen. Natürlich ist das ungeheuer kompliziert. Das heißt, ich brauche Ratings. Die Frage ist, wer macht Ratings? Und wieso gibt es dieses Duopol von den zwei großen Firmen? Die zwei großen Firmen sind Standard and Poor's and Moody's. Und Standard and Poor's und Moody's besitzen 80% des Weltmarktes für Rating. Die drittgrößte ist Fitch. Fitch ist eine Firma, die französisch US-Firma. Das ist eine US-Firma, die Fitch gehört französischen Industriellen, die im Tourismusgeschäft drinnen sind. Und die zweiten 50% von Fitch ist die Firma Hearst. Der Herr Hearst war ein Medienmogul in den 20er Jahren. Der hat so eine Medienimperien und da sind sozusagen Zeitschriften und so irgendwie da drinnen. Wem gehören Standard & Poor's und Moody's? Wem gehören die? Es gibt eine ganz wunderschöne Untersuchung von der ETH Zürich vom Herbst 2011. Der Network of Global Control kann man sich downloaden. Mein letzter Exkurs, dann höre auf. In dieser Studie haben sie eine Datenlage gehabt für das Jahr 2007 von, ich glaube, sogar im Millionenbereich von Konzernen, multinationalen Konzernen. Und zwar haben sie gehabt die Besitzverhältnisse und die operativen Gewinne zu einem Stichtag von einem Jahr. Eine riesige Daten, also da gibt es im Hintergrund irgendeine so eine Datenbank. Diese Datenbank haben sie in einem sehr, sehr komplizierten Netzwerkuntersuchung dargestellt, analysiert, wobei immer die Beteiligung und die Beteiligung von den Beteiligungen dargestellt worden ist. Das heißt, und mit Kennziffern. Das heißt, man wollte ausfinden, gibt es sowas in diesem Riesennetzwerk, gibt es sozusagen da Knoten und gibt es sozusagen ganz, ganz große Kunden. Was sie herausgefunden haben, ist eine ungeheure Zentralisation. Es gibt ungefähr, glaube ich, 147 Firmen, die das innerste Netzwerk bilden, auch von den multinationalen Konzernen. Diese Firmen kontrollieren, ja, in dieser Art von, das ist natürlich nur spezifische Art von Kontrolle, ungefähr 40% des gesamten
aller Firmen, also aller multinationalen Firmen weltweit. Diese Firmen sind nur Beteiligungen in sich. Das heißt, da kommt ein kleiner, kommt nicht mit substanziellen Anteilen rein. 3/4 dieser Firmen sind Finanzkonstrukte. Das heißt Finanzkapitalismus, nicht Produktionsfirmen. Die Liste der 50 größten Firmen ist in dieser Untersuchung, kann sich jeder downloaden, anschauen. Von diesen 50 Firmen sind 48 oder 49, bei einer Firma bin ich mir nicht ganz sicher, sind Finanzinstitute. Das heißt, das sind die mächtigsten sozusagen Firmen auf der Firmenebene, nicht auf der Personenebene, weil das gehört ja jemandem. Wem das gehört, ist die Personenebene, da bin ich in einem völlig grauen Nebel, das wissen wir nicht. Auf der Firmenebene, ja. Auf der Firmenebene sind drinnen große Banken, wie was die Deutsche Bank, solche Sachen. Da sind drinnen große Hedgefonds, große Kapitalsammelstellen, wie zum Beispiel Fidelity. Der größte Hedgefonds im Augenblick ist ja BlackRock. BlackRock hat es damals noch nicht gegeben. Da hat es nur Blackstone gegeben und so weiter. Und jetzt kommen wir zu den Ratingagenturen. Die 15 von den 30 wichtigsten Firmen, das sind die Besitzer dieser beiden großen Ratingagenturen. Das heißt, das innerste Kontrollzentrum kontrolliert sich selbst in Form der Ratingagenturen. Und wenn jemand ein bisschen Ahnung hat, was die Macht der Ratingagenturen ist, zum Beispiel im Rating von Ländern, wie das politisch eingesetzt wird, man muss ja zum Beispiel das Timing immer, die EU hat irgendeine Beratung und 2 Tage vorher kommt das Downgrading und so weiter. Das sind alles politische Prozesse. Das sind Netzwerke von Leuten, die eine einzige Gruppe sind. Okay, und nächste Stunde ein ganz bisschen zu den aktuellen Krisen. Danke fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Wir wollen die Stunde heute verwenden, um ein Resümee zu machen über die aktuelle Situation. Und als Beispiel möchte ich sprechen über die Debatte über die Staatsschulden in den USA und die Debatte über die Staatsschulden in der Europäischen Union. Der Hintergrund ist die Finanzkrise. Man könnte das ungefähr global terminisieren 2007 bis 2009. Sie geht allerdings in Seitensträngen, in wichtigen Seitensträngen, zum Beispiel im Euroraum weiter. Die größte Krise seit 1945. Es hat sich, man könnte zeigen, das Programm, dieses riesige Programm der Deregulierung auf den Finanzmärkten hat sich so quasi ad absurdum geführt. Man könnte auch konstatieren, eine Krise des ökonomischen Denkens, die diese Art von Krise nicht erklären kann, nicht vorhergesagt hat und so weiter. Das heißt, aus einem historischen Abstand hätte man erwarten können, dass es eine gewisse Zäsur gibt, und zwar das entscheidende politökonomische meiner Betrachtung wäre immer die Institutionen und die Netzwerke auf der einen Seite, und zweitens das Denken, das dominante Denken, das diese Akteure antreibt auf der anderen Seite. Wenn wir jetzt ein Resümee ziehen, 5 Jahre oder was sie 4 oder 5 Jahre später, dann muss man sagen, es ist genau das Gegenteil eingetreten, nämlich dass sich die Machtverhältnisse in dem System verstärkt haben, erstens. Und dass zweitens dieses marktradikale Denken nicht schwächer, sondern stärker geworden ist. Die Art der Stärkung der Institutionen und der Netzwerke, dazu gibt es viele Untersuchungen. Zum Beispiel hat die Konzentration im Bankensektor zugenommen. Einige große Banken sind verschwunden, die andere haben die aufgesogen. Das heißt, wenn man zum Beispiel so eine Tabelle anschaut, die Assets der 4 größten US-Banken, dann sieht man, 2008 ist ein kurzer Einbruch und nachher geht es flott wieder weiter. Das heißt, die Konzentration schreitet voran.
Für diese riesigen Bankenhilfen war ja der Spruch immer der Slogan "Too big to fail". Das heißt, dass diese großen Banken, die als systemisch relevante Banken definiert werden, dazu gibt es auch Kriterien und Statistiken, was wird zum Beispiel von EU-Behörden als systemisch relevante Bank definiert, dass diese systemisch relevanten Banken in ihrer Macht gestiegen sind. Es gibt auch Untersuchungen dahingehend, wo man die gegenseitige Verflechtung der Banken zeigt, das heißt Netzwerkstudien, und da kann man auch zeigen, dass diese Connectedness, die Verbindungen über Finanzströme der einzelnen großen Akteure, dass die gestiegen ist. Man könnte das auch beschreiben, too connected to fail. Und wenn man zum Beispiel anschaut, die großen Hilfen aus diesem TARP-Programm in den USA, die ja zuerst sozusagen, wollte man die Toxic Asset stützen, nachher hat man direkte Subventionen der Banken gegeben, dann sind diese großen Banken, dafür gibt es Untersuchungen, sind diese großen Hilfen an die zentralen Knoten gegangen. Die zentralen Knoten des Systems wurden direkt von der Fed gefüttert. Und es gibt ja Statistiken dahingehend, dass von den 22 größten Finanzinstitutionen 20 vor dem Kollaps bedroht wurden. Und die sind direkt gefüttert worden. Das heißt, die Knoten sind gefüttert worden und die Macht dieser Knoten ist gesteigert worden. Natürlich ist es letztlich auf einer ganz grundsätzlichen Ebene ein politischer Prozess. Und im Resümee fällt auf, dass die Politik es nicht geschafft hat oder nicht für nötig erachtet hat, ein Narrativ, eine Geschichte, eine Erzählung über die Krise anzubieten. Das heißt, die Politiker haben nicht gesagt, warum hat es die Krise gegeben, was sind die Ursachen, wer sind die Schuldigen und was wollen wir unternehmen, damit so eine Krise nicht mehr passiert. Diese Art von Narrativ ist nicht passiert und das muss man jetzt kontrastieren mit dem Narrativ zur Staatsschuldenkrise. Zur Staatsschuldenkrise, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt, gibt es ein ganz eindeutiges Narrativ, das auch von der Politik betreiben wird. Das heißt, es sind keine Schuldigen zur Rechenschaft gezogen worden. Es hat zum Teil sehr scharfe und gute Untersuchungsberichte gegeben. Zum Beispiel der amerikanische Kongress hat ein 500-seitiges Paper produziert, eineinhalb Jahre später nach der Krise, kann man sich runterladen, relativ ausführlich detailliert und sehr, sehr scharf formuliert. Und am Schluss von diesem riesigen Konvolut steht die Überzeugung, dass es werden die Schuldigen benannt und es wird und die beschreiben auch, wir erwarten Justizanklagen gegen die Schuldigen. Schuldigen sind große Finanzakteure, Schuldige sind zum Beispiel diese riesige Verbriefungen eigentlich als systemischer Schwindel zu interpretieren, Schuldige sind Ratingagenturen und so weiter. Es hat Untersuchungen gegeben, die sind alle im Sand verlaufen. Vor ungefähr 14 Tagen ist ein hochrangiger Regierungsbeamter in den USA im Justizministerium musste zurücktreten, weil er in einem Fernsehbericht gesagt hat, diese Banken sind zu wichtig, man kann sie nicht anklagen. Das heißt, diese Leute sind de facto jedenfalls von den obersten Dingen her vogelfrei und die Spötter nennen das jetzt too big to jail. Das heißt, die können machen, was sie wollen. Natürlich gibt es Anklagen. Es gibt jetzt zum Beispiel ganz große Anklagen über den Libor-Skandal. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Der Libor, London Interbanking Offer Trade, ist vermutlich der wichtigste Zinssatz der Welt, der Interbanken-Zinssatz, mit dem sich die Banken das Geld geben. Und da ist man jetzt drauf gekommen, dass das jahrelang eine riesige Betrugsaktion war von Banken, die diesen Zinssatz, den sie melden müssen, manipuliert haben für ihre kurzfristigen zum Beispiel Derivatgeschäfte. Hier gibt es Anklagen, zum Teil hohe Strafen. Das Interessante ist aber immer, es werden Firmen gestraft und nicht Personen. Und die Firmen können das aus der Portokasse zahlen, dann zahlen sie halt ein paar hunderte Millionen, das macht ja nichts, wenn man riskiert. Aber die Akteure selbst werden nicht belangt. Es hat eine große Regulierungsdebatte gegeben. Der Start dieser Regulierungsdebatte war die Tagung der G20 im November 2008.
Und hier wurde ganz überraschend ein Paper produziert, wo gesagt wurde, jede Institution in den Finanzmärkten, jedes Instrument wird neu und umfassend reguliert. Das war der Höhepunkt der Krise und im Höhepunkt der Krise war der Konsens der Schock, das muss neu reguliert werden. Wir brauchen eine völlig andere Architektur über dieses Finanzsystem. Es hat viele Regulierungen gegeben. Das Wichtigste in den USA ist der Dodd-Frank Act 2011. Da stehen schon einige Sachen drinnen. Das ist, es hat auch auf der EU-Ebene gibt es immer noch eine riesige Regulierungsdebatte zu Ratingagenturen, zu einzelnen Geschäften. Basel III zum Beispiel, Eigenkapitalvorschriften für Banken und so weiter. Das heißt, es gibt einen großen Regulierungsdiskurs. Wenn man es sehr vereinfacht beschreibt und sagt, was ist substanziell passiert? Substanziell in Bezug auf die Knoten, in Bezug auf die Machtverhältnisse, in Bezug auf die Finanzgeschäfte, die gemacht werden, dann kann man den Befund machen, es ist substanziell sehr, sehr wenig passiert. Das heißt, dieses System hat sich in meiner Einschätzung in seiner Architektur nicht verändert. Das heißt, der potenzielle Rahmen für eine neue Krise ist wieder da. Das kann morgen kommen, das kann in 20 Jahre kommen oder kann auch nicht kommen. Das wissen wir. Und in diesem Hintergrund kann man auch sagen, die gesamte Denkweise, wir haben das jetzt genannt neoliberal und marktradikal, die diese riesige Deregulierungswelle getragen hat ab den 80er Jahren, ist ein wenig in Frage gestellt. Es gibt auch ein bisschen einen Diskurs unter den Ökonomen. Im Handelsblatt, in der FAZ wird ein bisschen was Kritisches geschrieben. De facto ist nichts passiert. Es haben sich die Curricula nicht verändert. Zum Beispiel im BWL-Bereich hat es Veränderungen gegeben in amerikanischen Universitäten, im Volkswirtschaftslehre-Bereich überhaupt nicht. Wenn man einen Blick hat, dass das Ganze ein Elitesystem ist, dass hier ganz eine kleine Elite diese großen Knoten besetzt, also auch institutionell diese Netzwerke reguliert oder steuert, dann könnte man sagen, diese Elite hat gemerkt, sie kann eine Krise produzieren und es passiert nichts. Und jetzt kommt der Rückschlag. Und der Rückschlag ist das, was nämlich der Skandal ist für diese Elite, den Sozial- und Wohlfahrtsstaat zurückzubauen. Und genau das ist die Debatte in den USA und genau das ist die Debatte auf der EU-Ebene. Und da herrscht über die Parteien ein ganz, ganz eigenartiger Art von Konsens und eine Opposition in der Weise, wie ich das jetzt zum Beispiel formuliere, das gibt sozusagen als politisches Projekt überhaupt nicht. Kommen wir zur Debatte um das US-Budget. Ich habe Ihnen ein paar Zahlen aufbereitet, die sozusagen die Architektur dieses amerikanischen Steuer- und Ausgabensystems ein kleines bisschen von den Größenordnungen skizzieren sollen. Die USA hat 315 Millionen Einwohner, 142 Millionen Jobs. Die USA sind sehr gespalten in Arme und Reiche. 47,7 Millionen US-Bürger beziehen zurzeit Lebensmittelhilfe, Food Stamps, das ist so ein Zuschusssystem, wo man billig Lebensmittel kaufen kann. Die sind um 1,4 gestiegen im letzten Jahr. Der Hintergrund ist natürlich die hohe Arbeitslosenrate. Die Arbeitslosenrate ist zeitweise die offizielle Rate ist zeitweise über 10 Prozentpunkte gestiegen. Das ist die offizielle Rate. Wenn man es inoffiziell berechnet und plausible Schätzungen machen, die kommen dann fast auf 17, 18, 19, 20 Prozent. Hier gibt es auch Statistiken, die das anders berechnen. Das ist die offizielle Rate. Eine ungeheure Armut. Über 1 Million Volksschüler in den USA sind homeless. Jeder vierte US-Arbeiter bekommt nur 10 Dollar in der Stunde und weniger. 40% haben Ersparnisse von nur 500 Dollar oder weniger. Dem steht ein steigender Reichtum der Superreichen gegenüber.
Eine Statistik, 1% der Bevölkerung besitzen 43% der Finanzvermögen, die reichsten 50% haben 70%. Und Finanzvermögen heißt, dass man jetzt, wenn man sozusagen diese Struktur des Finanzsystems sieht, mit den Knoten, hinter dem stehen natürlich diese Reichen. Wie das, die Verbindung auf der Personenebene, das weiß man nicht. Man kann nur die Statistiken bis zur Institutionenebene. Das heißt, man kann zum Beispiel, was Sie zeigen, das sind die größten Hedgefonds, die haben die meisten Beteiligungen. Wer jetzt hinter den Hedgefonds gehört, weil die haben ja wieder Eigentümer. Auf der Personenebene, das ist unbekannt. Dafür gibt es überhaupt keine Statistiken. Das ist sozusagen ein absoluter Graubereich. Die reichsten 400 Familien in den USA haben mehr Vermögen als die ärmsten 50%. Das zeigt sozusagen, und der Punkt ist nicht, dass das ungleich ist. Im Kapitalismus ist es immer ungleich. Der Punkt ist, dass die Ungleichheit steigt und dass die Ungleichheit drastisch steigt. Sie steigt drastisch. Man kann das zum Beispiel zeigen mit dieser Statistik, die Top 5% der strukturelle, dass das dann ab den 80er Jahren richtig losgeht und in den letzten Jahren ist es sozusagen wieder steigt deutlich. Die Medianeinkommen, die mittleren Einkommen, die haben sich kaum verändert. Ein paar Zahlen zur Struktur des Steuersystems. Die USA haben ein sehr progressives System. Das heißt, die Reichen werden kräftig zur Kasse gebeten, allerdings nur eine bestimmte Klasse von Reichen, nämlich die Klasse, die man nennen kann Earned Income. Earned Income sind die Löhne und Gehälter und Earned Income sind die Self-Employed People. Das sind, man könnte vielleicht sagen, Personengesellschaften. Das sind Leute, die so quasi eigene Firma betreiben oder so irgendwas. Ja, die werden sehr drastisch besteuert, immer noch, obwohl die Spitzensteuersätze deutlich runtergegangen sind. So eine Statistik zum Beispiel die, 1% der reichsten Steuerzahler haben 17% des besteuerbaren Einkommens und zahlen 37% der Einkommensteuer. Die 5% haben 32% des Einkommens, zahlen 59% und die 10% reichsten haben 43% der Einkommen, also die Steuerbasis berechnet, und 70% der Steuern. Das heißt, die 10% reichsten zahlen sozusagen auch von der Einkommensteuerseite her die großen Steuern in den USA, die 50% ärmsten zahlen praktisch nichts, 2%. 127 Millionen Menschen leben direkt oder indirekt von den Zahlungen des Staates und 65 Millionen zahlen überhaupt keine Einkommensteuer. Das heißt, es ist ein eigenartiges System, ja, wo eine bestimmte reiche Gruppe sehr, sehr kräftig besteuert wird, wo ein großer Teil der unteren Mittelschicht und der Unterschicht vom Staat de facto lebt. Ja. Das ist allerdings nur die Earned Income. Der strukturelle Prozess ist jetzt der, und das ist der Hintergrund zu dieser Finanzdebatte in den USA, dass die Earned Income schrumpfen. Wenn man es zum Beispiel real berechnet, dann kann man zeigen, dass die realen Einkommen seit den 70er Jahren zurückgehen, zum Beispiel Reallöhne. Die Reallöhne in den USA sinken seit den 70er Jahren. Das heißt, viele Leute haben dann einen Zweitjob. Oder wir haben dann auch das Phänomen von Working Poor. Das heißt, die Leute arbeiten Tag und Nacht, haben zwei Jobs und können gerade die Familie irgendwie über Wasser halten, dass die halt nicht verhungern oder so. Ja, das heißt, es ist auch eine Struktur auf den Arbeitsmärkten, das in Österreich unbekannt ist. Wir haben diese Situation überhaupt nicht. Also wir sind ja hier im Paradies, wenn man das mit solchen Dingen vergleicht. Die andere große Gruppe sind die Unearned Income. Und damit sind gemeint, vereinfacht gesprochen, die Kapitaleinkommen. Das sind zum Beispiel Renten, Dividenden, Stock Options, also ein Manager kriegt eine Stock Option, das wird dann sozusagen ist eine Art von Einkommen. Das sind die Gebühren der Hedgefonds und so weiter. Das heißt, man könnte vereinfacht sagen, die Kapitalerträge, eine bestimmte Art von Gruppen aus den Finanzsektoren, diese Arten von Einkünften brauchen zum Beispiel auch keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen und die sind ganz niedrig besteuert.
durch ungeheuer komplizierte Gesetze, die sehr, sehr viele Schlupflöcher lassen. Und der Warren Buffett sagt dann zum Beispiel, einer der reichsten Männer der Welt, der sagt dann, wie kommt es, dass ich einen Steuersatz habe von Durchschnitt 14% und meine Sekretärin hat 27%. Das ist genau diese Struktur. Diese Struktur sind diese Earned Income. Und das sind aber die sehr, sehr großen Finanzeinkommen. Ja? Die Besteuerung von Kapitalerträgen und Dividenden ist auf dem niedrigsten Stand seit 1945. Hohe Freibeträge für Erbschaften, der Steuerbeitrag war im Jahr 2000 30% und jetzt 24%. Das geht drastisch auseinander. Bitte. Nein, das sind die Bundesstaaten oder das sind Gesamtstaaten und es gibt für die Bundesstaaten haben eigene Steuerhoheiten, die sehr unterschiedlich sind. Aus diesen eigenen Steuerhoheiten gibt es zum Beispiel, dass Delaware eine Steueroase ist, weil die können das selbst festlegen. Und in den einzelnen Ländern ist es sehr, sehr unterschiedlich. Zum Beispiel in Kalifornien, ja, gibt es einen Ort von Deckelung, dass man zum Beispiel kein Budgetdefizit machen will. Das wollten jetzt zum Beispiel bestimmte Gruppen brechen, das ist nicht gelungen. Das heißt, es gibt im Hintergrund auch eine Finanzierungsproblematik von Bundesstaaten und eine Finanzierungsproblematik von einzelnen Städten, die sozusagen auch in einem komplexen System haben und auch manche eigene Steuern einheben können. Aber diese Problematik wird nie so schlagen wie Staatenproblematik in Europa, weil die werden immer gerettet irgendwie. Da findet man irgendeine Lösung. Ja. Das heißt, man könnte sagen, es ist folgendes strukturelles Problem in den USA. Die Steuerbasis sinkt, weil das diese Earned Income sind. Die Reichen aus den Finanzvermögen entziehen sich der Steuer. Eine Sache, die man zum Beispiel erwähnen muss, ist auch, die großen multinationalen Konzerne zahlen keine Steuer mehr. Wenn man sich anschaut, die großen Firmen, die im Dow Jones gelistet sind, dann sind ungefähr die Hälfte, die zahlen überhaupt keine Steuer mehr. Und dann gibt es viele Beispiele, Amazon, Google, Facebook, haben sie das ja auch unlängst wieder mal vor 14 Tagen in der Zeitung gestanden. Die machen dann irgendwelche Tricks, Operationen, 3, 4 Steueroasen werden hintereinander gekoppelt, ein sehr, sehr komplexes System, dann wird hin und her geschoben und am Schluss haben sie 3%, 5%, 6%. Das heißt, und das sind wirklich sozusagen ertragsreiche Firmen. Das sind alles ertragsreiche Firmen. Ja. Der Körperschaftssteuersatz in den USA ist um 35 Prozentpunkte. Nur, das hat keine Bedeutung. Wenn ich sozusagen über Transferpreise die Gewinne woanders hinschiebe, in der Steueroase sind sie drinnen und so weiter. Man könnte es so beschreiben, die Aristokratie oder dieses Zitat, das ihr könnt sagen, eigentlich ist es eine Art von Gesellschaftsvertrag. Die Aristokratie sagt, einen Teil der Steuern zahlen wir gerne, solange unsere Machtbasis nicht in Frage gestellt ist. Solange wir diese Vermögensakkumulation in den im Finanzbereich weitertreiben können. Die Mittelklasse muss hart arbeiten. Sie macht es solange sie die Hoffnung hat, ja, es geht durch harte Arbeit, den Kindern kann es vielleicht ein bisschen besser gehen. In den USA ist ja ungeheure Überzeugung, die Leute haben alle sozusagen das Gefühl, sie können aufsteigen. Das heißt, wenn man zum Beispiel fragt, wenn man zum Beispiel so Meinungsumfragen in den USA macht, sind sie in einem Jahr ökonomisch besser gestellt als wie jetzt, dann gibt es einen hohen Prozentsatz an Zustimmungen und die aktuellen Zahlen zeigen das ja nicht. Das heißt, es ist immer sozusagen so ein Hoffnungsregime. Es könnte aufwärts gehen. Und die unteren 50% leben von diesem System, sehr, sehr arm. Sie leben von diesem System und der Gesellschaftsvertrag heißt, wir rebellieren nicht gegen dieses System, solange das nur gut geht. Nur die strukturellen Probleme sind so angelegt, dass es nicht weitergehen kann. Und in diesem strukturellen, dass es nicht weitergehen kann, ja, natürlich gibt es Lösungen, gäbe es für jedes Problem. Nur die Lösungen heißt, dass man vielleicht auch in der Machtstruktur was verändern müsste. Und der Diskurs ist der, und das ist sozusagen etwas, worin Obama ja eigentlich wenig Widerstand gibt, ist, in den USA den Sozialstaat auch abzubauen. Wir haben sozusagen nicht den entwickelten Sozialstaat wie in Europa, aber doch einen.
und das riesige Umverteilungsmaschine. Ich habe jetzt da ein paar Zahlen genannt. Ja. Es ist eine substanzielle Umverteilung, aber es ist ein strukturelles Problem. Das ist genau das strukturelle Problem. Die Debatte, das zweite große Problem, das ich jetzt kurz erwähnen muss, ist die Debatte um die Staatsschulden in Europa, in der Europäischen Union. Oder eigentlich könnte man sagen, in ganz Europa. Thematisiert werden die Staatsschulden, und die große statistische Zahl, die genannt wird, sind die Staatsschulden im Prozent des BIP, die Staatsschuldenquote. Natürlich ist das so eine Art von Kennziffer ein bisschen eigenartig, weil die Staatsschuld eine Bestandsgröße ist, ein Stock, und das BIP ist eine Stromgröße, ein Flow. Und natürlich kann ich sagen, was gibt es für einen Sinn? Was gibt es für einen Sinn, meine Einkünfte zu meinen Vermögen in Relation zu setzen oder so irgendwie. Aber jedenfalls, es ist die Größe, die in der Debatte drinnen sind, und es ist auch jene Größe, auf der sich die Mechanik der Schuldenbremsen, die jetzt sozusagen jetzt paktiert worden ist, im gesamten Euroraum richtet. Wenn man sich die Statistik anschaut, dann könnte man Folgendes zeigen, und das zeigt die Zahlen über die Euro-Länder plus United Kingdom als Referenzgröße. 1999 wurde der Euro eingeführt als Chiralgeld und 2002 wurde der Euro eingeführt als Buchgeld. Jetzt kann man zeigen, am Anfang, in der ersten Periode, sind in manchen Ländern Staatsschulden gestiegen. Man kann dann sagen, ungefähr ab 2003 hat die EU-Kommission ECOFIN, ja, das ernster genommen, einzelne Staaten an die Kandare zu nehmen, die Maastricht-Kriterien, ich hoffe, das ist Ihnen ein Begriff, 3% Netto-Realverschuldung und 60% Staatsschuldenquote waren die Kriterien im Maastricht-Vertrag. Der Maastricht-Vertrag ist der Vertrag, der die Eurozone begründet hat. Diese Kriterien wurden dann ungefähr ab 2003 ein bisschen ernster genommen. Deutschland war ja ganz schlecht, hat 3 Jahre ein Strafverfahren gehabt, ein Prüfungsverfahren. Und man kann dann zeigen, ungefähr, wenn Sie sich die Linien anschauen, von 2003 bis 2007, also bis vor der Krise, ist die tendenziell gesunken. Die Staatsschuldenquote ist nicht gestiegen. Es wurde auch der Sozialstaat in dieser Periode von 2000 bis 2007 nicht nennenswert ausgebaut. Ab 2008 haben wir jetzt den starken Anstieg, einen sehr, sehr starken Anstieg der Staatsschuldenquote in einzelnen Ländern dramatisch. Was sind die Gründe? Die Gründe sind aus meiner Analyse vierfach und sie haben direkt mit der Krise 2007 bis 2009 zu tun. Es ist eine Folge der Finanzkrise. Im Diskurs ist es jetzt völlig weg. Wenn es heißt, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt, ist dieser Zusammenhang nicht erzielt. Nämlich erstens die Bankenrettungsprogramme. Die Bankenrettungsprogramme in einem riesigen Volumen. 11 wichtigste Länder global, 5 Billionen Euro, 16% des aufsummierten BIP, allerdings nur der Haftungsrahmen. In Österreich hat man in einer Nacht- und Nebelaktion einen Haftungsrahmen von 40% des BIP gemacht. 40% des BIP quasi werden sozusagen als Haftungsrahmen dem globalen Casino zur Verfügung gestellt wird. Natürlich ist nur ein Teil des Haftungsrahmens wird schlagen und der Teil wird dann budgetrelevant. In Anspruch genommen sind ungefähr 2 Billionen Euro, also eine riesige Summe. Das heißt, es ist ungefähr 8% des BIPs ist tatsächlich in Anspruch. Und natürlich ist es jetzt sehr, sehr unterschiedlich. Man müsste jetzt die Geschichte zeigen für jedes einzelne Land, was da genau gemacht wird. In Deutschland Finanzmarktstabilisierungsgesetz, 17.10.2008. Ein Notstandsgesetz, das wird durch das Parlament gepeitscht. Die Parteien verzichten auf jede Art von Fristen. Dieses Gesetz ist geschrieben von einer Anwaltskanzlei, so funktioniert es heute im Finanzkapitalismus. Die Firma Freshfield Bruckhaus Deringer, eine der größten Anwaltsfirmen der Welt, die diese Banken vertritt, schreibt sich selber das Gesetz. Die kriegen diesen riesen Rahmen, Garantien von 160 Milliarden Euro. Geld spielt keine Rolle, 10 Milliarden auf oder unter ist überhaupt kein Diskurs. Wenn man sich übliche politische Prozesse vorstellt, ja, wie man heute um 15, 20, 100 Millionen
auch bei einzelnen politischen Programmen einen ungeheuren heftigen Diskurs macht, das ist überhaupt keine Rolle, das geht alles, wird ganz, ganz wenig schlagend in Deutschland budgetwirksam, und es geht um große Ordnungen in Deutschland bis 2011, 22 Milliarden Euro. 22 Milliarden Euro sind budgetwirksam geworden, und das erhöht natürlich dann die Staatsschuld. An wen geht es? Wer profitiert es? Wie macht man Bankenrettung? Unter welchen Bedingungen? Die Gläubiger werden nicht zur Kasse gebeten, Eigentümer sind zum Teil, weil die Bankaktien runtergehen und so weiter. Das ist der erste Punkt. Das ist sehr unterschiedlich. Dramatische Länder vom Bankenrettungsprogramm sind Island und Irland. In Irland haben sie diese eine große Bank gehabt, eine riesige Schwindelgeschichte. Da ist dann gleich um 7 Prozentpunkt ist die Staatsschuld in Bezug auf BIP. Und Irland war ja eins dieser ganz, ganz großen Vorbildländer. Der keltische Tiger, die haben sogar Budgetüberschüsse gehabt und haben eine Staatsschuldenquote gehabt von 25 Prozentpunkt. Wahrscheinlich, ich glaube, das war das beste Land überhaupt. Okay, das ist der erste Punkt. Das ist länderweise sehr, sehr unterschiedlich. Der zweite Punkt, der direkt budgetwirksam wird, sind Konjunkturrettungsprogramme. 2009 wurden weltweit global die größten Konjunkturrettungsprogramme seit 1945 formuliert, und die gehen natürlich direkt ins Budget. Weil das ist ja genau die Idee von Deficit Spending, Kredite aufzunehmen und damit die effektive Nachfrage die effektive private Nachfrage zu stützen. Die USA haben ein riesiges Programm gemacht von 7% des BIP, fast 900 Milliarden Dollar. In Deutschland insgesamt 80 Milliarden Dollar, die größten Konjunkturprogramme der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Im gesamten EU-Durchschnitt allerdings nur 1,6 Prozentpunkte, das ist nicht so viel. In Österreich hat es auch ein Konjunkturrettungsprogramm gegeben. Das größte übrigens, wenn man es aufs BIP bezieht, hat China gemacht. China war doppelt so hoch im Prozentanteil als wie die USA. Also in China hat man sozusagen eine riesige Geschichte gemacht. Der dritte wichtige Punkt ist die Art der Mechanik, wie heutzutage wie der Sozialstaat funktioniert, nämlich der Sozialstaat funktioniert, die Ökonomen nennen das Build Instability. Build Instability heißt, es gibt Automatismen, die im Konjunkturzyklus automatisch für einen Ausgleich in Bezug auf die effektive Nachfrage sorgen. Das heißt, wenn das BIP sinkt, 2009 war der durchschnittliche Schrumpfung im EU-Bereich 4,2 Prozentpunkte, dann bedeutet das, dass auf der Ausgabenseite eine überproportionale Ausgaben gibt, zum Beispiel muss ja die Arbeitslosen zahlen, Kurzarbeit muss finanziert werden, und auf der Einnahmenseite jene Teile, die progressiv sind, wenn ich progressive Einkommensteuer habe, dann heißt es, die Einnahmen gingen überproportional zurück, und insgesamt heißt es, durch die Art, wie das halt ein modernes Budget in den meisten Ländern konstruiert ist, heißt es, wenn eine Krise kommt, geht automatisch das Budgetdefizit in die Höhe, das nennt man die eingebauten Stabilisatoren. Dadurch, dass es automatisch in die Höhe geht, hat es einen dämpfenden Effekt auf die Konjunktur, und in der Berechnung ist dann die Frage, wie die Fiskalmultiplikatoren berechnet werden. Im marktradikalen Denken ist es immer ganz, ganz wenig. Es hat jetzt, was ich vor einigen Wochen, hat der Internationale Währungsfonds sie quasi entschuldigt und haben gesagt, wir haben diese Fiskalmultiplikatoren unterschätzt und eigentlich sind die viel, viel höher. Aber natürlich ist das eher eine theoretische Sichtweise. In der traditionellen keynesianischen Sichtweise habe ich immer gesagt, hallo, da gibt es Multiplikatoren. Ein, zwei, in der Größenordnung zwischen 1 und 2 oder irgend sowas. Das heißt, der Konjunktureinbruch 2009, der drastische Konjunktureinbruch 2009 hat unmittelbare Folgen auf Budgetdefizit und Staatsschuld. Und man hätte ja das, wenn man anders narrativ gefunden hätte, gesagt, ja hallo, das sind die Kosten der Krise,
Und den Vorteil haben jene Arbeitslosen, die weniger arbeitslos geworden sind. Und wenn man sich das zum Beispiel in manchen Ländern, nicht in allen, wenn man sich zum Beispiel in Deutschland und in Österreich den Arbeitsmarkt anschaut, 2009, 2010, dann hat ja ein Großteil der, oder ein gewisser Teil der Bevölkerung von der Krise überhaupt nichts gemerkt. Warum? Weil man sehr effektive Maßnahmen gesetzt hat, weil man in Österreich eine aktive Arbeitsmarktpolitik hat und das beste und tollste Instrumentarium war sicher dieses Moment der Kurzarbeit. Das kann man natürlich nur bestimmte. Und viele Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen haben so reagiert, dass sie die Kurzarbeit für Weiterbildungsmaßnahmen genützt haben. Also im Grunde genommen war das ein guter Ort für ein Zusammenspiel. Und der Einbruch auf dem Arbeitsmarkt war nicht in dieser Krassheit, wie man ihn von der Output-Statistik erwarten hätten müssen. Aber natürlich kostet das was. Das kostet alles was. Weil diese Weiterbildungsmaßnahmen werden finanziert und die Kurzarbeit wird finanziert. Der vierte Punkt, der auch nicht thematisiert wurde, ist das Wachstumsmodell vor der Krise. Wir haben letzte Stunde ganz kurz, wenn Sie sich erinnern, über das System Bretton Woods II gesprochen. Können Sie sich erinnern? Die Art, das Wachstumsmodell von China und das Wachstumsmodell von den USA. Das Wachstumsmodell der USA war ein Wachstum, das durch Kredite finanziert wurde. Und das Wachstumsmodell von China ist ein Wachstumsmodell, das durch Exporte finanziert wird. Und in einer gewissen Weise, natürlich dürfen wir jetzt die Analogie nicht zu weit treiben, in einer gewissen Weise hat es diese Struktur gegeben, auch in der EU, zwischen den sogenannten Nordländern und den sogenannten Südländern. Das heißt, sehr vereinfacht gesprochen, das Wachstum, das exportorientierte Modell hat gehabt Deutschland, Österreich und Niederlande, Deutschland durch verschiedene Maßnahmen und dann waren es die Exportweltmeister. Und das kreditfinanzierte Modell war in jenen Ländern, in den sogenannten Südländern, also die Beispiele sind Griechenland, Zypern, Spanien, Portugal, Irland. Irland ist nicht im Süden, aber es gehört zu den Südländern. Okay? Und die Länder haben profitiert, also hauptsächlich Spanien, Griechenland, haben profitiert von den stabilen Wechselkursrelationen im Euroraum. Die haben profitiert, dass sie jetzt eine niedrige Inflation hatten als wie früher. Die Inflation ist gebrochen worden durch den Euro-Beitritt. Und das hohe Wachstum und diese Länder haben vor 2008 die höheren Wachstumsraten gehabt als wie Deutschland und wie Österreich. Das waren die erfolgreichen Länder. Aber dieses Wachstum war durch Kredite finanziert, ganz unterschiedlich. In Irland haben sie gehabt, auch im Kredit im Bankensektor, in Spanien haben sie gehabt eine riesige Immobilienblase, also die Baubranche, die kreditfinanzierte Baubranche ist explodiert und so weiter. Vor der Krise, wenn man sich die Zahlen anschaut, ich habe Ihnen da in der Mitte von der Seite der Statistik kopiert, ja, hat Irland, Griechenland und Spanien haben die hohen Wachstumsraten gehabt, das ist ja alles jetzt in Vergessenheit geraten. Marx-Radikalismus heißt, ich brauche mich niemals in der Ideologie um Zahlen kümmern. Das ist einfach, es ist einfach nur Ideologie. Wir haben über unsere Verhältnisse gelebt. Ja. In der Statistik her ist völlig ein anderer Befund. Das waren die hohen Länder. Griechenland, ja. Griechenland hat höhere Wachstumsraten gehabt wie Deutschland. In Irland hat man gesagt, das ist der keltische Tiger. Im Jahr 2005 haben 220 der wichtigsten Ökonomen einen Appell unterschrieben und da ist drinnen gestanden, die deutsche Wirtschaftspolitik muss sich an solche Länder wie Irland orientieren. Weil das ist sozusagen das Erfolgsprogramm. In Deutschland, das deutsche Wachstumsmodell seit 2000 basiert auf einer sehr politisch bewussten Einführung eines Niedriglohnsektors, diese ganzen Hartz-IV-Reformen. Man kann zeigen, dass von 2000 bis 2006 die Reallöhne gesunken sind. In dem stabilen Währungsraum, es ist so wie Bretton Woods II praktisch wieder, Bretton Woods III im europäischen Raum, ja, habe ich sozusagen stabile Relationen, was ich mit Griechenland, mit den Südländern. Das heißt, die deutschen Exporteure haben einen Lohnstückkostenvorteil bekommen. Die Löhne sind nicht so gedämpft worden, es ist ein Niedriglohnsektor geschaffen worden. Die Lohnstückkosten,
die ja in einer gewissen Weise, in einem hohen Maße bei den Exportgütern mit den Preisen korrelieren, das kann man nicht eins zu eins setzen. Aber es gibt, man kann das empirisch sagen, dass eine hohe Korrelation da ist. Geben den Deutschen sozusagen einen Vorteil, und den Vorteil haben sie genützt, dass sie sozusagen der Exportweltmeister sind. Und wenn ich mal die Relation, Österreich rennt sozusagen im Windschatten von dem mit, weil ja die österreichische Industrie auch in einer gewissen Weise Vorleistungsindustrie ist für die deutsche Industrie. Also es gibt ja viele Vorleistungsprodukte, die von Österreich nach Deutschland. Österreich ist überhaupt eine Sonderposition. Also die tolle Position von Österreich erklärt sich durch viele Sonderfaktoren. Andere Sonderfaktoren ist die Osterweiterung der EU, und davon hat Österreich am meisten profitiert. Dafür haben wir auch die größte Ausländerfeindlichkeit in Bezug auf den Osten. Das ist sozusagen, das heißt, die Orts der Ideologie und die Reflexion, die passen immer sehr, sehr gut zusammen. Ja. Österreich hat in hohem Maße von dem exportiert. Viele Branchen haben in diese Länder exportieren können, Bankensektor, Lebensmittelsektor und so weiter. Also, und mit großen Vorteilen natürlich auch für die heimischen Standorte. Das deutsche Wachstumsmodell, und jetzt ist natürlich durch die Krise Folgendes passiert. Das kreditorientierte Wachstumsmodell ist geplatzt. Das war ja genau, es ist ja Credit Crunch, es war ja Kreditkrise. Das exportorientierte geht weiter. Die Deutschen haben einen spezifischen Vorteil. Also die Deutschen haben viele Vorteile. Der eine ist der Exportvorteil, der andere Vorteil ist der Finanzierungsvorteil, weil die Spreads ganz niedrig sind. Kriegen ja schon zu Negativzinsen, kriegen die Deutschen und Österreicher zum Teil schon das Geld auf den Finanzmärkten. Und jetzt ist sozusagen gerade auf der EU-Ebene, könnte man vereinfacht sagen, eine Machtverschiebung stattgefunden, dass die deutsche Position aufgerückt wird, und die spezielle Betrachtung des eigenen Erfolgsmodells wird jetzt sozusagen dem ganzen Euroraum oder dem ganzen EU-Raum aufgedrückt. Die Reaktionen auf die Ebene, natürlich ist es sehr, sehr vielschichtig. Was sind die großen Akteure? Ich habe ja nur kurz Zeit, ich kann die Geschichte ja nicht im Detail erzählen. Wer sind die großen Akteure, über das zu reden? Die großen Akteure sind erstens einmal die deutsche Politik, also das ist die Regierung Merkel sozusagen, die das immer vorantreibt. Die großen Akteure sind zweitens die EU-Kommission. Also ganz spezifisch auch die Beamten, die Ökonomen in der EU-Kommission, das ist vom Marktradikalen besetzt, dass das ganz erstaunlich ist, wer da alle drinnen sitzt. Die dritte große Machtposition ist natürlich die EZB, die Europäische Zentralbank. Und die Bedeutung der EZB ist eindeutig gestiegen. Die Maßnahmen, die sie da hat, hier hat auch eine Verschiebung stattgefunden. Das sind sozusagen die drei großen Akteure. Diese Akteure agieren natürlich mit Nuancen, und es gibt auch einen Streit zum Beispiel der Deutschen Bundesbank mit bestimmten Akteuren bei der EZB und so weiter. Ja, aber im Großen und Ganzen, es ist relativ unbestritten, es ist eine angebotsorientierte Politik. Das heißt, wie denken diese Leute? Es ist eine angebotsorientierte Politik, es ist eigentlich genau die Politik, die vorher vor der Krise war, es ist eigentlich der Gedanke, Deregulierung optimiert das System. Und die Maßnahmen, die jetzt bei den Sparpaketen drinnen sind, sind ja auch immer, die Arbeitsmärkte müssen flexibler gemacht werden, das heißt dereguliert werden. Das heißt, dieses Denken, Deregulierung per se ist gut, weil es das System optimiert. Dieses angebotstheoretische, marktradikale Denken, das ist ungeheuer fest verankert. Das wird überhaupt nicht. Die Staatsschulden werden als eigenständiges Problem definiert. Ich habe jetzt versucht, mit diesen vier Faktoren einen Zusammenhang zu zeigen. Das heißt, für mich sozusagen in der historischen Betrachtung ist das eine Folge der Krise, aber das ist eine bestimmte Betrachtung. In der gängigen Betrachtung ist das ein eigenständiges Problem. Das hat mit der Fiskalkrise überhaupt nichts zu tun, weil die ist ja schon wieder 5 Jahre hinter uns. Das ist sozusagen wie das eigenständiges Problem definiert. Es gibt auch keine Debatte um die Struktur des Steuersystems. Man hätte auch argumentieren können, ja, jetzt haben wir diesen Sprung gehabt in den Staatsschulden, natürlich muss man irgendwelche Reaktionen zeigen. Staatsschulden kann man nicht beliebig ausbauen, aber es war sozusagen nicht verursacht, es war durch die Krise verursacht, jetzt brauchen wir sozusagen irgendwelche anderen. Man hätte zum Beispiel sagen können, wer sind die Schuldigen von der Krise, und die werden jetzt sozusagen in Bezug auf die Folgewirkungen, in Bezug auf die Staatsschuld zur Kasse gebeten. Aber diese Art von Thematisierung wird nicht. Vor allen Dingen, es ist kein Verständnis im Hintergrund, wie sich die Struktur des Finanzsystems verändert hat,
seit den 80er Jahren die zwei Stichworte Schattenbanken und Offshore-Ökonomie. Die Krise war keine Krise des traditionellen Bankensektors. Die Krise war, wenn man jetzt reingeht in die Feintuning, zu sagen, was waren die Critical Events 2007, 2008, 2009, dann komme ich immer auf Schattenbankengeschichten. Critical Events waren Verbriefungen, Critical Events waren Repo-Markets, Critical Events waren Money Market Funds und solche Sachen. Das heißt, Institutionen, ich würde es jetzt nicht erklären, die unter diesem großen, schwammigen Begriff von Schattenbanken rennen. Das ist keine Krise der Tate. Und das Verständnis ist noch gar nicht da, wenn ich das nicht institutionell versuche zu betrachten. Die Struktur des Bankensystems hat sich völlig verändert. In die Lehrbücher steht das noch gar nicht drinnen. Ja, und die Ökonomen, die lernen Finance Market, die lernen Money, die lernen sozusagen diese ganzen Capital Asset Pricing Model, Modigliani-Miller-Theorem und so, die lernen sozusagen immer diese tollen Modelle, die schwierig sind zum Verstehen, die beschreiben nicht die Verschiebung der institutionellen Struktur. Das heißt, man könnte sagen, die hängen in der Luft. Und keine Debatte um die zunehmenden Ungleichheiten. Es gibt einen bestimmten Strang in der Theorie, man könnte jetzt über Krisentheorie reden, eine Art von Theorie rennt unter Post-Keynesianismus, das ist eine kleine Gruppe, und die haben, oder eine andere Art von These ist die These der Finanzialisierung, Financialization im Englischen. Und hier wird gesagt, was sieht der Stieglitz zum Beispiel argumentiert, auch in diese Richtung, ja. Also sehr prominenter Außenseiterökonom, der große Medienwirksamkeit hat. Die sagen, die zunehmende Ungleichverteilung im Einkommen und Vermögen ist nicht nur eine Folge, sondern eine Ursache der Krise. Das heißt, wenn das auseinandergeht, brauchen wir die immer mehr Anlagemöglichkeiten. Das treibt den Finanzsektor. Das heißt, dass man das jetzt nicht nur aus Erfolge sieht, sondern als eine eigenständige Art von Ursache. Diese Art von Ursache ist nicht definiert. Ich habe eine einzige Zahl reingemacht jetzt, oder es gibt aber ein bisschen Untersuchungen gibt's. Es gibt vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gibt's Untersuchungen, von der Österreichischen Nationalbank gibt's ein paar, aber natürlich gibt's keine richtig tollen Vermögensstatistiken, so wie es Einkommensstatistiken gibt. In dieser Qualität ist das nicht verfügbar. Also auch so eine Sache. 0,1% der deutschen Bevölkerung besitzt 22,5% des Vermögens. Die reichsten 10%, 66,6%. Das heißt, die reichsten 10% haben 2/3 des Vermögens und so weiter. Und das ist aber etwas, was auseinandergeht, und es geht drastisch auseinander. Es geht Jahr für Jahr, also immer die Statistiken sind jedes Jahr schlechter, und es geht drastisch auseinander. Und natürlich hat es soziale Folgen, es hat politische Folgen. Und man kann den Leuten, die dieses Programm betreiben, das nur den Rat geben, sie sollen das kräftigst weitertreiben, weil irgendwann bricht die Revolution aus. Und vielleicht können wir es nur mehr erleben. Aber es dauert. Es geht ein langsamer Prozess. Das Narrativ, das sich durchgesetzt hat, ist, diese Art von struktureller, institutioneller Betrachtung überhaupt nicht zu machen. Das Narrativ, das sich durchgesetzt hat in die Köpfe, ist, es ist ein eigenständiges Problem, und das Problem ist der Sozialstaat. Die große Geschichte ist, die in den Medien dann vermittelt worden ist, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt. Das heißt, die Problematik der Staatsschulden, die Staatsschulden sind gestiegen, sie sind dramatisch gestiegen, und natürlich muss man eine Reaktion machen. Die Frage ist, wie man es macht und in welchem Narrativ und in welcher Ursachenanalyse. Man muss eine Reaktion machen, das ist klar. Man kann nicht ewig Staatsschulden akkumulieren, außer man ist in der Situation der USA, die Leitwährung sind und die Fed hinter sich haben und einfach Geld drucken können, Ende nie. Sondern solange das ihnen abgenommen werden, geht das. Für dieses Narrativ kann man jetzt viele Befunde, man kann jetzt die Zitate von der Merkel geben, man kann zum Beispiel da das Zitat, das ich gemacht habe, wo habe ich denn das? Ja, von dem Herrn Bundesaußenminister Guido Westerwelle, natürlich die FDP ist natürlich sozusagen die vertrete Marktradikalismus in Reinkultur, aber die CDU, CSU gehört da auch dazu. Vielleicht dieses Zitat: Der ordnungs- wie europapolitisch richtige Weg ist es, wenn wir uns die disziplinierenden Kräfte des Marktes, der Märkte gleich in Anführungszeichen setzen, klug zunutze machen, um die Regierungen der Eurozone zu einer nachhaltigen Haushaltspolitik anzuhalten. Wenn man es historisch sieht, was ist passiert?
Erstens, das Finanzsystem ist kollabiert. Zweitens, die staatliche Politik hat es retten müssen. Wenn es nicht passiert wäre, hätten das unabsehbare Folgen gehabt. Drittens, es wird versprochen, eine Regulierung. Die Regulierung passiert de facto nicht, nicht substanziell. Viertens, es entsteht das Problem der Staatsschulden. Und fünftens sagt man, die Lösung der Staatsschulden liegen darin, dass wir uns eine Staatsdisziplin so verordnen, dass die reichen, großen privaten Investoren zufrieden sind und uns mit guten Zinsen belohnen. Das heißt, das Ganze hat sich jetzt sozusagen in der Art des Argumentierens und in der Art, wie da jetzt die Politik sich entmachtet, ja, völlig verschoben. Die Finanzmärkte werden jetzt, wenn man sagt, disziplinierende Kräfte des Marktes, nicht reguliert, sondern aufgewertet. Die Finanzmärkte sind die Schiedsrichter für die Staaten. Und das ist die Situation, in der wir jetzt in Europa sind. Die Märkte werden zum Schiedsrichter für Staaten. Staatshaushalt wird betriebswirtschaftlich interpretiert. Man redet immer von den Schulden, man redet nicht vom Vermögen, weil den Schulden stehen Vermögenspositionen erstens auf der Gläubigerseite, zweitens natürlich auch auf der staatlichen Seite gegenüber. Wir haben vor ein paar Monaten ein neues, schönes Gebäude auf der Uni eröffnet. Natürlich ist dieses Gebäude kreditfinanziert. Und in irgendeiner Weise, ich kenne jetzt nicht die konkreten Finanzierungskonstruktionen, aber in irgendeiner Weise wird das die österreichische Staatsschuld erhöhen. Ist es jetzt die Tatsache, dass wir jetzt so ein neues Gebäude machen, dass wir in die staatliche Infrastruktur investieren, ein Ausdruck dafür, dass wir über unsere Verhältnisse leben, dass wir sozusagen die Schulden erhöhen, oder könnte man das nicht genauso sagen, der staatliche Leistungswert steigt. Das heißt sozusagen das positiv beschreiben. So könnte man Schulden beschreiben. Es ist der staatliche Leistungswert, das ist das, was da ist, die Infrastruktur, das Bildungssystem und. Natürlich gibt es auch eine gewisse Art von Vergeudung im Staat, das ist klar. Das heißt, man redet von Schulden, man könnte ja genauso sagen, es ist Aufnahme von Fremdkapital in Form von Krediten, jede Firma macht das, so what? Jede Firma hat Fremdkapital, so nehmen wir da Fremdkapital an, wenn es dem Gemeinwohl dient und wenn das finanzierbar ist, ist das ja überhaupt kein Problem. Konkrete Reaktionen, zwei Sachen. Erstens die EU-Kommission, zweitens die politische Ebene mit der sogenannten Schuldenbremse. Die EU-Kommission, also Generaldirektion ECOFIN, hat im Jahr 2009 was Bemerkenswertes gemacht, das meiner Meinung nach überhaupt niemals in der Presse thematisiert worden ist. Nämlich, sie hat ganz heimlich, still und heimlich, die zentrale Kenngröße, nämlich die strukturelle Budgetdefizite, in der Definition verändert. 2009 war der große Konjunktureinbruch. Das war Mitte 2009, haben sie es gemacht. Es war in dem Zeitpunkt absolut klar, dass die Staatsschulden einen kräftigen Schritt nach oben machen. Die Statistiken haben wir damals schon gekannt. Und in der Situation reagiert die EU-Kommission, so macht man marktradikale Schockpolitik, ohne dass thematisiert wird, dass die in der medial gemessenen Bedingungen für die Staatsschuld, das ist ja ein komplexes Zurechnungsproblem. Wie komme ich zu der Zahl? Ist nicht so einfach. Was geht rein, was geht raus? Die Operationalisierung ist kompliziert. Dass die Bedingungen nicht verbessert werden, sondern verschlechtert werden. Konkret hat sie hat das strukturelle, das Potenzialwachstum hat es niedriger gemacht. Damit ist sozusagen die strukturelle Komponente höher, die konjunkturelle Komponente kleiner. Das heißt, sie hat sozusagen praktisch die gesamte Debattenlage auf eine Weise, die überhaupt nicht kommentiert worden ist, um die Staatsschuld, weil es ja immer um das strukturelle Defizit geht, das ist genau jetzt diese Größe, das hat man verschlechtert.
Eine lange Debatte, die dann gestartet hat mit der griechischen Staatsschuld, die Thematisierung der griechischen Staatsschulden waren ab dem Herbst 2009. Der Direktor der Finanzbehörde hat zugegeben, dass er die Zahlen damals im Jahr 2009 drastischer dargestellt hat, als sie tatsächlich waren. So macht man Schockprogramme. Und das hat dann gemündet in der sogenannten Schuldenbremse. Konkret, Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion von 25 EU-Mitgliedern unterschrieben. Das ist sozusagen jetzt der konstitutive Rahmen, wie es jetzt mit der EU weitergeht. Es geht, die Kennziffern sind das strukturelle Defizit. Das strukturelle Defizit wird von der EU-Kommission definiert. Das können die Österreicher gar nicht selber machen. Wie das definiert ist, da kommen sie keiner mehr. Sanktionsverfahren sind möglich und die Defizitstaaten müssen sich verpflichtet, die Strukturmaßnahmen, und Strukturmaßnahmen sind immer marktradikale Reformmaßnahmen, durchzuführen. Die Mechanik dieser sogenannten Schuldenbremse rennt über zwei Regeln. Das eine ist die Schuldenregel und das andere ist die Defizitregel. Die Schuldenregel besagt, wenn die Schulden, also gemeint ist die Staatsschuldenquote, über 60% liegt, dann müssen sich die Staaten verpflichten, ein Zwanzigstel dieser Differenz im nächsten Jahr abzubauen. Ist verständlich. Wenn die Staatsschuldenquote auf 100% ist und 60 darf man, dann habe ich eine Differenz von 40 Prozentpunkte, ein Zwanzigstel davon ist wie viel? 5 Prozentpunkte, so muss man dann runtergehen. Ich weiß nicht, ich bin jetzt doof für sowas, für die einfachen Rechnungen. Okay, muss man runtergehen. Das ist die eine, das ist die Schuldenregel. Und das zweite ist die Defizitregel. Und Defizitregel heißt, es darf nur ein strukturelles Defizit, das aktuelle kann höher sein, aber es darf nur ein strukturelles Defizit von 0,5 Prozentpunkten geben. Daraus begründen sich die Sparmaßnahmen. Jetzt ist die Frage, was heißt das, welche Art von Mechanik wird da etabliert, welche Auswirkungen hat das? Dieses Schema, das ich Ihnen da aufgemacht habe, ist die traditionelle keynesianische Betrachtung. Natürlich könnte man jetzt über das reden, Vor- und Nachteile und so weiter. Da könnte man so sagen, was passiert, wenn das BIP sinkt? Angenommen, wir hätten eine Situation, gehen wir nochmal zurück in die Situation im Jahr 2009, das BIP sinkt. Das BIP sinkt heißt, die Staatsschulden steigen, also das Budgetdefizit steigt, damit steigt die Staatsschuld. Sogar wenn sie konstant bleibt und das BIP sinkt, dann steigt die Staatsschuldenquote. Muss es sein, das ist ja die reine Rechenmechanik. Wenn wir jetzt die Schuldenregel und die Defizitregel anwenden, dann heißt es, wir müssen Sparmaßnahmen machen. Ich habe dann hinten eine Liste runtergeschrieben, für diejenigen, die es interessiert, wenn man sich die ganze Liste über alle Länder anschaut, ist es immer sehr, sehr ähnlich und sehr erschreckend, was da passiert. Keynesianisch betrachtet haben die Sparmaßnahmen die Frage, dass ein Teil der effektiven Nachfrage sinkt. Das ist natürlich nur die heimische Nachfrage. Wie sich das insgesamt ausgeht, ist sehr, sehr unterschiedlich. Durch Exporte kann das von der Weltkonjunktur ausgeglichen werden. Es gibt auch Sonderfaktoren für einzelne Länder. Das heißt, die Frage, wie das jetzt dann auf Output weitergeht und in der Folge davon auf Beschäftigung, ist unklar. Wenn man schlechte Situation hat wie die Weltkonjunktur wie im Augenblick, oder wenn man sagt, die USA als der Viertel der gesamten effektiven Nachfrage weltweit haben sehr niedrige Wachstumsraten, und wenn sie diese ganze Debatte wenn das Budget irgendwie in Relation gekürzt werden muss, dann kann das sozusagen schlechte Auswirkungen haben. Dann kann das bedeuten, dass der Output sinkt, die Beschäftigung sinkt weiter, und die Schleife habe ich genau in den Südländern, in reinster Form. Man kann das Jahr für Jahr zu studieren. Das bedeutet auch, die Ungleichheit steigt und die Migration steigt. In Litauen ist 10% der Bevölkerung ausgewandert, in Irland haben sie eine riesige Auswanderungswelle, in Portugal gehen sie wieder in die afrikanischen Kolonien nach Angola zurück und solche Sachen.
Wann, das heißt, das kann dann die Wirkung haben, dass das Piep singt. Wenn das Piep singt, heißt das, aktuelle Budgetdefizit sinkt noch mehr, steigt noch mehr, Build Instability. Die Staatsschulden müssen steigen, also sogar wenn es konstant bleiben, müssen steigen, weil die Relation steigt. Das heißt, ich habe jetzt einen Mechanismus etabliert, der unter der Bedingung, dass die Wachstumsraten niedrig sind oder negativ sind, die ganze Problematik verschlechtert und nicht verstärkt. Und genau diese Schleife kann man studieren in den Südländern, kann man studieren in Griechenland. Das ist sozusagen, das ist praktisch eine, man könnte sagen, was in Griechenland passiert, ist eine auch aus politischen Gründen inszenierte Krise. Genau in diesen Orten von Denken. Ich habe da so einen kurzen Überblick gemacht über die über einzelne Maßnahmen, über die einzelnen Länder. Das ist jetzt nicht, das ist nicht vollständig, diese Liste ist auch nicht auf dem aktuellen Stand. Ich tue mir das immer hier da so zusammenschreiben in einer Tabelle, aber es ist nicht, es ist, die Zahlen, die da stehen, sind alle richtig, die sind nicht von mir erfunden, aber es ist nicht vollständig. Und ich habe das Gefühl, es gibt gar, ich glaub, am Internet finde ich es auch gar nicht. Es interessiert auch niemanden, sozusagen ein Gesamtbild zu kreieren, was rennt da. Also zum Beispiel solche Sachen. In Belgien wird der öffentliche Sektor, Deutschland Arbeitsmarkt drüber, Hartz IV, Frankreich Steuererhöhung, öffentliche Beschäftigtenzug. Griechenland hat jetzt insgesamt schon 5 Sparpakete, jetzt haben sie das 6. gemacht im Jänner mit den Auswirkungen. In Großbritannien haben sie einmal gesagt, alle Ministerien müssen um 25% kürzen. Irland sowieso, Mindestlöhne und so weiter, Lettland und so weiter. Was sind die Folgen der Sparpakete? Die dramatische Folge ist in Bezug auf die Arbeitslosigkeit. Wenn wir uns dieses Schema anschauen, da ganz unten sehen wir, dass die Arbeitslosenraten von 2000 bis 2008 im Trend entweder konstant geblieben oder gefallen sind. Das heißt, das war ja auch das Gute der Eurozone, das hat ja wirklich was gebracht für viele Länder. Aber bis zur Krise, seit dann nicht mehr. Ja? Und ab 2008 bzw. 2009 haben wir jetzt diese dramatischen Steigungen. Deutschland und Österreich, das sind genau diese exportorientierten Länder, ist es gelungen, den Trend wieder umzudrehen. In Österreich haben wir jetzt eine leichte Steigung, Österreich ist sozusagen in der besten Position im gesamten EU-Raum. In Deutschland sind es gesunken. Und in den anderen Ländern, also Italien, Frankreich sind es gestiegen und Spanien, Griechenland, Portugal ist ein dramatisches Steigen. Also Spanien und Griechenland sind jetzt in der Größe von 25% Arbeitslosenquote. Also schon langsam kommen wir schon in eine Situation wie in die 30er Jahre. Und das Dramatischste und das, was natürlich ungeheure Folgewirkungen hat, ist die nächste Tabelle, ist die Jugendarbeitslosigkeit. Jugendarbeitslosigkeit, die in Griechenland und in Spanien sind sie schon über 50 Prozentpunkte. Und in den anderen Ländern steigt es auch. Das hat viele, viele Ursachen, warum eben warum das ist, also warum jetzt die Unternehmer, gerade die Jungen, nicht einstellen. Was heißt das politisch? Wie geht das weiter? Und es gibt kein, und das ist, denke ich, auch bezeichnet in dieser Art von Politik. Man sagt eigentlich, die Leute, die das machen, haben ja nicht die Intention, jetzt hohe Arbeitslosigkeit zu produzieren. Man muss aus der Denkweise verstehen. Die Leute sagen nicht, hallo, das ist super, dass 50% Jugendarbeitslose sind, wir wollen das machen. Sie sagen in ihrer Denkweise, wir müssen den Staat drastisch reduzieren, wir müssen Reformmaßnahmen machen fürs Deregulieren und wenn das passiert, dann wird, das wird natürlich ein, zwei Jahre schlecht sein, das wissen wir aus historischen Erfahrungen, aber im dritten und im vierten Jahr wird die Konjunktur ansteigen, wird die Konjunktur anspringen. Das heißt, wenn man sich die ganzen Prognosen anschaut, dann wird immer gesagt, im aktuellen Jahr ist es schlechter als geplant, aber im nächsten Jahr kommt sozusagen das Wirtschaftswachstum. Aus woraus das kommen ist, weiß man nicht.
Prognosen, die über ein oder zwei Jahre gehen, sind sowieso Kaffeesudlesen. In dem angebotstheoretischen Denken ist eigentlich der Gedanke, es muss so kommen. Es muss so kommen. Das heißt, wir haben jetzt in den letzten drei Jahren folgende Situation, dass die aktuellen Wachstumsraten immer schlechter sind als wie die Prognose, dass die Ökonomen völlig überrascht sind und dass sie dann sozusagen fürs übernächste Jahr wieder das Steigen erwarten. Wenn es im übernächsten Jahr nicht kommt, dann sind sie wieder überrascht und es geht weiter. Und natürlich ist jetzt, wenn ich das Ganze jetzt so zeichne, wie in meiner Spirale, ja, die ich Ihnen da jetzt versucht habe, da ganz kurz zu vermitteln. Natürlich darf ich jetzt sozusagen die Mechanik in dieser Spirale jetzt auch nicht überbetonen. Weil wenn ich diese Spirale denke, dann heißt es, es ist ein Programm, wo es von Jahr zu Jahr schlechter wird. Und das ist eine mögliche Option, ist das. Ja. Oder eine Art von Option ist, dass Europa insgesamt in eine Situation kommt von einer säkulären Stagnation, vielleicht mit Vergleichen wie mit Japan. Natürlich wissen es man nicht. Es kann ja morgen sein, dass es können neue technologische Durchbrüche kommen, es kann auf der weltpolitischen Ebene was passieren, es kann die Weltkonjunktur was passieren, es kann zum Beispiel sein, dass sich China erholt, es kann sein, dass die USA irgendwas gelingt. Das heißt, auch auf der technologischen Seite kann Ding. Wir wissen die Zukunft nicht. Eine Möglichkeit ist, dass dieser Programm ist nach unten und ganz der entscheidende Punkt für mich ist der, dass dieser Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung, diese sogenannte Schuldenbremse, dieser Fiskalpakt, etabliert einen Mechanismus, in der es wahrscheinlich ist, dass es jedes Jahr in jedem Land ein Sparpaket geben muss und in dem der Sozialstaat praktisch mechanisch, ohne dass ich groß debattieren muss, aufgrund der Regeln scheibchenweise runtergeht. Und in Griechenland und in Spanien ist der Sozialstaat nicht mehr existent. Wenn in Griechenland jemand arbeitslos ist, 25% arbeitslos, heißt es nach einem Jahr Arbeitslosigkeit, fliege aus der Krankenversicherung raus. Das heißt, die Leute können sich keinen Arzt mehr leisten und gar nichts mehr leisten. Das Elend von Afrika haben wir jetzt wieder im Süden von Europa. Und das haben wir für Jahrzehnte nicht gehabt. Und in der politökonomischen Betrachtung ist natürlich das Entscheidende, ist die politischen Prozesse, die damit möglich sind. Die große Reaktion in der Weltwirtschaftskrise war dieser Schritt nach rechts. Die Gefahr des Faschismus, das ist nicht virulent. Das heißt, die rechten Populisten können vermutlich nicht so absahnen von der Krise, wie man es erwarten hätte können. Aber es könnte eine Radikalisierung passieren und die Frage ist, ob das halt gut geht, ob es zu einem Ausbau der Demokratie geht oder ob wir politische Art von Unrast haben, die wir uns vielleicht nicht wünschen.